Herr Seyfaddin Nouri bei der Arbeit, im Friseurladen mitten in Oberbilk, dem kleinen Marokko. Er ist sauer. Gerade hat er mal wieder eine leere Geldbörse vor der Ladentür gefunden. Was? Wo kommt das jetzt her? Auf dem Boden, die war da. Ach, das hat jemand geklaut und hingeschmissen? Ja. Wir haben gefunden, wir müssen Polizei anrufen und abgeben. Machen Sie ruhig. Ja. Auch die marokkanischen Anwohner fühlen sich hier nicht mehr sicher. Herr Nouri hat kein Verständnis für die Täter, selbst wenn sie aus seiner Heimat kommen. Abschiebung. Ja, bleiben nicht hier. Wir haben die ganze Straße dreckig gemacht. Mit Drogen, Klauen. Mit seiner Meinung steht er nicht allein da. Viele Geschäftsleute sind wütend. Der Ruf des Viertels sei ruiniert und viele Kunden blieben weg. Der Staat müsse endlich durchgreifen. Die Polizei verhaftet die Leute und nach einer Stunde sind die wieder hier. Und viele kommen ja aus Marokko und ergeben sich als Syrer, obwohl das Marokkaner sind, und geben falsche Angaben. Das wissen wir auch schon von den marokkanischen Medien auch. Probleme mit nordafrikanischen Kriminellen gibt es auch in Köln. Bilder einer Überwachungskamera. Die Täter nähern sich dem Pärchen. Ein Mann geht das Opfer an, um es zu bestehlen. Der sogenannte Antanztrick. Die Zahl solcher Vorfälle nehme rasant zu, so die Polizei Köln heute. Eine weitere hohe Belastung für die Beamten, denn viele Täter seien sehr aggressiv. Die Täter treten in der Regel zu zweit, zu dritt, zu viert auf und sind auch gegenüber Polizeibeamten aggressiv. Das heißt, wir führen die Festnahmen in der Regel mit 4 oder 6 Polizeibeamten durch, damit es eben uns auch gelingt, diese Täter zu überwältigen. Das Gewaltpotenzial ist groß, das zeigte sich in der Neujahrsnacht am Kölner Dom. Die Polizei ermittelte, tatverdächtig sind viele Nordafrikaner. Sami Shashira ist Sozialarbeiter und kümmert sich um junge Männer aus dieser Region, wenn diese Probleme haben, in Deutschland klarzukommen. Also es handelt sich hier ganz konkret um eine überschaubare Gruppe von maghrebinischstämmigen jungen Menschen. Sie sind in der Regel undokumentiert, sie haben kein Auskommen, die können nicht arbeiten, sie haben kein Geld, verweilen hier. Also das heißt, ihre Situation ist extrem schwierig. Polizei und Streetworker sollten das Problem gemeinsam angehen, findet er. Dann könnte auch Klein Marokko in Düsseldorf wieder sicher werden.